Ja, Leute, willkommen hier in Köln, in der Karnevalshochburg, zum achten Spieltag hier in der Bundesliga 13-14. Die Kölner hier sofort mit der ersten Möglichkeit. Sehr, sehr große Möglichkeit. Ja, sofort das 1-0. Das haben wir uns natürlich alles ganz, ganz anders vorgestellt. Sesar Öztürk, zweite Minute. Gelegenheit für mich hier, das geht so nicht zu sagen. Matthias Lehmann legt schön auf für Christian Clemens, der verzieht. Aber Sesar Öztürk startet genau im richtigen Moment. Ja, rutscht hier auf dem nassen Rasen zusammen mit dem Ball über die Torlinie. Meine Mannschaft hier ganz, ganz, ganz kalt erwischt. Wir haben natürlich ein bisschen geknickt, ganz klar, nach der Champions League-Partie gegen Ajax Amsterdam natürlich. Was wir leider mit 1-0 verloren haben. Gefährliche Hereingabe von Marcel Sabitzer wird hier von Kevin McKenna mit gutem Einsatz zur Ecke geklärt. Ist leider heute nicht Peckert vorne drin, der normalerweise die Ecken sonst gerne mal verwandelt. Kiyotake mit dem Ball in die Mitte. Marcel Sabitzer nimmt den Ball am langen Pfosten. Volley. 2 Meter rechts vorbei. Schade. Es sieht aber ganz gut aus. Also wir scheinen jetzt hier das Spiel so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Nächste Ecke hier von Kiyotake. Ball kommt etwas zu nah vor das Tor. Craig Gordon. Guter Torwart. Ohne Mühe hier. Sascha Rita jetzt hier mit dem weiten Ball in die Spitze. Da war absolut niemand. Konterspiel nehmen wir jetzt raus. Pressing erhöhen wir jetzt hier ein bisschen. Adil Chi wird hier mit einem Lupfer in Szene gesetzt auf Thomas Bröker. Der ist im Abseits. Einsatz erhöhen wir jetzt hier. Ja. Konzentration. Das läuft mir jetzt hier ein bisschen zu schnarchig, ehrlich gesagt. Also wir liegen hier schon wieder hinten. Die Kölner sind jetzt hier wieder am Ball. Ecke von rechts, Matthias Lehmann. Kein Problem hier, aber für Tim Klose, unseren Schweizer Innenverteidiger. Jetzt nochmal eine Möglichkeit für den FCN. Ja, wir machen den Ausgleich. Super. Mike Franz, endlich nochmal. Erstes Tor in der Saison. Erste Vorlage für Daniel Sturridge. Der kann auch anders, der kann auch vorlegen. Der kann nicht nur vorne eiskalt die Dinger versenken. Almer Cohen hat hier ein bisschen zu viel Platz auf links, flankt in den 16er, wo sich Sturridge gegen Maro durchsetzen kann. Ja, Köln jetzt sofort hier wieder mit der dicken Chance, Glanzparade, Raphael Schäfer. Ich hatte noch gar nicht fertig gelesen. Ja, Gordon konnte erst klasse abwehren, aber Mike Franz ist dann da im Stil eines Torjägers und vollendet. Sehr schön gemacht. Köln kontert jetzt hier, Bröker über links, legt zu Öztürk. Starker Spieler aus 16 Metern, Raphael Schäfer kann das Ding über die Latte lenken. Also Köln gefällt mir hier außerordentlich gut. Also für einen Aufsteiger machen die das wirklich klasse. Statistiken, das sieht man auch. Also von den Chancen ganz eindeutig im Moment in der Oberhand. Genauso wie den Ballbesitz. Schon aller Ehren wert, was die hier spielen. Chance jetzt für uns. Drehschuss von Sturridge. Sorgt für Gefahr. Gordon ist zur Stelle. Ja, die mussten ja wahrscheinlich den jungen Torwart. Horn heißt er, glaube ich. Mussten die anscheinend verkaufen. Dann haben sie sich sofort Ersatz geholt mit Gordon, der schon einige Spiele, ich glaube, in England auch gemacht hat, international glaube ich sogar auch. Ist es der schottische Nationaltorwart? Oder verwechsel ich den? Ich gucke das nachher mal nach, wenn wir im Nachbericht sein sollten. Den hänge ich ja heute sofort wieder an, weil wir ja danach sofort gegen Tottenham spielen müssen. Also wieder mal eine sehr kurze Woche. Jetzt auf keinen Fall nachlassen. Wir loben mal Raphael Schäfer. Motivieren Westergaard, motivieren hier Chandler, müssen Cohen motivieren, Kiyotake natürlich, und das war's dann auch schon. Eigentlich viel zu wenige Möglichkeiten, viel zu viele Spieler noch hier, die es nicht so zeigen können hier. Leider. Ich denke mal vorne auch nochmal Sabitzer, Flügelflitzer. Was kann ich tun, um da so ein bisschen gegenzusteuern? Eigentlich nicht viel. Ich würde sagen, lassen wir das erstmal so weiterlaufen. Vielleicht noch den Peckert nachher als zweiter Stürmer bzw. Ersatz für Sturridge mal schauen. Jetzt aber erstmal wieder unverändert aus der Pause. Meine Mannschaft, Konzentration, haben jetzt hier die erste Möglichkeit. Schöner Pass von Mike Franz, Kölner Verteidigung hat aufgepasst. Schade. Ja, wie oft ich hier schade sage. Rüdes Foul jetzt hier von Yannick Westergaard. Da müssen wir natürlich sofort mal in der Taktik das korrigieren. Dass der die Technik da mal runterschraubt. Es wird interessant sein. Also so Situationen werden wir natürlich noch öfter haben, dass wir in der Champions League spielen und danach am Wochenende wieder spielen müssen.
Das ist nie einfach. Zweite Möglichkeit jetzt in der zweiten Halbzeit. Dickes Ding. Führung. Wer war's denn? Sturridge. Schön gemacht. Ich habe ja eben noch überlegt, soll ich ihn auswechseln oder ihm einen Partner zur Seite stellen. Jetzt macht er das Ding hier. Führung für den ersten FC Nürnberg. Unglaubliche Kombination. Mit vier schnellen Pässen wird hier die Abwehr des FC Köln durcheinander gewirbelt. Dann legt Kiyotake per Hacke auf Sturridge ab, der den Ball ins untere Toreck versenkt. Mike Franz jetzt hier. Nächste Möglichkeit, schlägt den Ball weit in den Strafraum nach außen. Eichner will zum Ball gehen, aber lässt dann auf Zuruf den Ball passieren. Sturridge kann da nicht mehr drankommen. Ich denke, wir können jetzt den Einsatz natürlich so lassen. Das Pressing fahren wir mal ein bisschen zurück. Einsatzvolle Lotte. Absatzfalle. Ich würde sagen, lassen wir beides an. Auf Konter können wir jetzt auch spielen. Von mir aus auch auf Zeit. Ich würde mal schauen, vielleicht vorne jetzt wirklich dann den Stürmerwechsel machen. Packard, fliegender Wechsel hier für den Torschützen zum 2:1 für Sturridge. Der hat ja auch den ersten Treffer vorbereitet. Riesenchance jetzt hier in Köln. Bin mal gespannt, was hier passiert. Konterchance für Nürnberg. 5 gegen 3 jetzt in der Überzahl. Tomasz Packard sofort nach der Einwechslung hier vor Gordon schießt. Aber Gordon ist unten, hat den Ball. Ja, vielleicht war er noch nicht ganz warm. Schade, das hätte die Entscheidung hier schon sehr früh sein können, nach knapp einer Stunde hier. Ich würde mal sagen, für die letzten Minuten, Julian Wiesmeier auf der offensiven Mittelfeldposition für einen glänzend aufgelegten Kiyotake, den möchte ich jetzt einfach für Tottenham schon mal so langsam anfangen zu schonen. Das ist ganz ungewohnt, also hatten wir in der ersten Saison natürlich alles so nicht, aber jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen vorausschauend gucken, dass wir die Spiele hier ja wirklich dann auch mit einem breiten Kader bestreiten, also nicht, dass immer dieselben spielen, die dann irgendwann natürlich komplett müde sind. Jetzt wieder wir. Gute Möglichkeit. Gute Flanke von Sabitzer. Mike Franz attackiert hier, aber Gordon im 5-Meter-Raum ist natürlich das Hoheitsgebiet des Torwarts. Da ist logisch. Ich würde sagen, vielleicht tun wir nochmal Plattenhardt ins Spiel für Pinola. Dann können wir den auch noch ein bisschen schonen. Dann kann nochmal der junge Mann hier ein paar Minuten abgrasen. Eine knappe 20 Minuten nochmal für ihn. So, die Abwehrreihe können wir jetzt ein bisschen zurückziehen auch. Das Pressing lassen wir so. Einsatz natürlich volle Lotte. Abseitsfalle ist natürlich weg. Wenn wir weiter hinten stehen, wäre das ein bisschen doof. Das ist jetzt ins Abseitsfalle. Tim Klose unbedrängt einen Eckstoß verursacht. Wenn das sich mal nicht rächt, zum Glück nicht. Matthias Lehmann zieht den Eckstoß von der rechten Seite vom Tor weg. Ball segelt aus dem Strafraum, kommt vor die Füße von Christian Clemens. Auch ein Klassenspieler. Dessen Schuss geht aber zum Glück für uns am Tor vorbei. Hinten dicht, Jungs. Wieder die Kölner. Die ist wieder gut, die Chance. Jetzt ist er drin. Das war vielleicht dann doch keine gute Idee, das so früh hinten einzumauern. Schon wieder dieser Öztürk. Sechstes Tor schon gemacht. Und jetzt müssen wir natürlich nochmal. Also jetzt, das wankt hier von einer Ecke ins nächste. Ich habe mir natürlich das anders vorgestellt. Dass wir das Ding hier vielleicht halten können. Das geht so nicht. Also, ist zwar schön und gut hier ein Unentschieden gegen Köln, aber jetzt nochmal Chance für uns. Kommt aber nichts mehr raus, kommt hoch in den Strafraum, Gordon ist da. Er schwappt jetzt schon so ein bisschen Enttäuschung mit. Ich hatte eigentlich geglaubt, dass wir das hier unter Kontrolle hätten. 86. Minute, passiert hier nochmal was. Ich kann nochmal sagen, voller Angriff. Ist wahrscheinlich mittlerweile genervt von mir, der Schiedsrichter hier, Thomas Seidel, der ein Feigling ist. Clemens schießt hier Plattenhardt an, holt einen Eckball raus. Latte jetzt! War das ein eigener Spieler? Yannick Westergaard war es, also das ist nicht sein Spiel. Der hat hier nur eine 4, hat natürlich auch die gelbe Karte bekommen. Ja, Ecke von Matthias Lehmann, vierte schon in der Partie hier. Ja, Westergaard trifft da die Latte des eigenen Tors. Nochmal Eckball. Jetzt könnte es hier doch nochmal bitter werden. Köln jetzt wieder Ecke. Gott sei Dank nichts mehr rausgekommen. Raphael Schäfer scheint das Ding hier sicher zu haben. Ich kann jetzt oben nichts mehr sagen, sonst lande ich auf der Tribüne. Lieber nicht. Nee, würde mir jetzt hier 4-0 führen, würde ich es vielleicht machen, aber wir müssen jetzt hier ein bisschen schnell machen. Wir können jetzt keine Zeit für Show oder sowas. Was haben wir jetzt hier? Ich sehe nichts, aber hier ist jetzt Hektik. Nach dem Schuss von Mike Franz war der Ball angeblich hinter der Linie. Thomas Seidel konsultiert den Assistenten. Der zeigt dann, der Ball nicht im Tor war. Ja, korrekte Entscheidung. 88. Da hätten wir fast hier noch das Tor gemacht. Das Spiel ist pünktlich zu Ende. Ja, ein 2:2. Ist schon eigentlich in Ordnung. Wir haben natürlich am Ende dann wirklich verpennt, das Spiel zuzumachen. Hätte Packard vorne das 3-1 machen können. Aber wie das ja immer so ist, hätte, wäre, wenn, zählt nicht. Gehen wir mal in den Nachbericht, würde ich sagen, liebe Leute.
und bereiten uns mal schön auf Tottenham vor. Bis gleich. So, wieder zurück hier aus Köln. Wir haben leider nur einen Punkt mitnehmen können, haben die frühe Führung sehr gut weggesteckt von den Kölnern, haben dann sogar selber geführt, 2-1. Aber leider hatte Sesar Öztürk was dagegen. Der hat hier zwei Tore geschossen. In der 78. Hat er hier den Ausgleich gemacht. Ich wollte mal hier in die Mannschaft schauen, ob hier Craig Gordon, der ist im Team, genau, das ist der schottische Nationaltorwart. 75er Stärke, also der hat schon was auf dem Kasten, ganz klar. Den hier muss ich mir mal gerade mal anschauen. Das ist der offensive Mittelfeldspieler, 27 Jahre alt, wo kommt denn der her? Ah, von Fenerbahce haben sie den gekauft für 875.000. Der war sogar mal bei uns. Kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Das ist natürlich auch schon länger her. 6-7 Jahre. Statistiken. Ja gut, der Ballbesitz ganz klar für uns 61%. Also das hat sich eigentlich im Textmodus eben ganz anders dargestellt. Wir fallen wieder einen Platz runter. Macht aber gar nichts. Platz 5 jetzt hier. Müssen hier die Gladbacher vorbeiziehen lassen, die einen dicken Sprung machen von 7 auf 4. Sind aber immer noch auf Europa League Platz, Kurs. Haben jetzt die Hamburger hinter uns. Ja, die Bayern hier im Spitzenspiel gewinnen gegen Dortmund, holen sich damit die Tabellenführung zurück. Schalke jetzt Zweiter, haben verloren. Gegen wen? Genau, gegen Kaiserslautern holt hier den ersten Sieg in der Saison gegen den damaligen Tabellenführer vor diesem Spiel. Nicht schlecht. Stuttgart ist jetzt hier auf 16 runtergerutscht. Eieiei. Bremen verliert gegen Freiburg zu Hause. Bayer Leverkusen ganz sicher gegen Hoffenheim 3-0. Ja, Leverkusen, die sind wieder nur so weit unten, also ganz schlecht wieder weggekommen aus der Saison. Das ist ja so ein bisschen, ja, in unserem Let's Play hier so die negative Überraschung. Also von denen hat man ja noch gar nichts gesehen. Haben wir ja in dieser Saison auch schon wieder 3-0 gegen gewonnen zu Hause. Also da läuft es noch nicht rund. Gucken wir mal in die Stimmen rein. Wir machen zu einfache Fehler, geraten in Rückstand und müssen dann viel Aufwand betreiben. Wir haben viele gute Möglichkeiten herausgespielt, sie aber nicht genutzt. Stichwort 3-1 Möglichkeit, Pekard. Nachdem wir dann den Ausgleich geschafft hatten, sind wir von unserer klaren Linie abgekommen und haben nicht mehr so gut nach vorne gespielt wie vorher. Ja, ich habe natürlich auch das selber vermasselt so ein bisschen, weil ich dann zu früh wahrscheinlich Kiyotake rausgenommen habe, einfach um ihn zu schonen und natürlich dann wahrscheinlich auch zu früh dann auf Zeit gespielt habe und so weiter. Hat sich dann gerecht, passiert halt. Es kann nicht immer nur gut laufen. Ist ja jetzt mit dem Unentschieden noch ganz gut weggekommen dann am Ende. Kiyotake in der Mannschaft des Tages hier. Erstes Mal in der Saison. Gucken wir mal in die Teamleistung rein. Kaiserslautern mit einem Paukenschlag. Hier beste Mannschaft des Spieltags. Wir stehen ja genau in der Mitte. Die Kölner sogar noch vor uns, was die Durchschnittsnote angeht. Beste Spieler. Ja, Peck hat heute leider nichts. Er hätte ja einen noch dazu addieren können. Zu seinen 5 Toren, aber hat nicht funktioniert, leider gegen den schottischen Nationaltorwart hinten. Bei den Notenbesten ist er hier aber auf Platz 8. Fairplay, da stehen wir immer noch auf 2. Sperren, ja, immer noch der arme Markus Berg, der darf dann demnächst auch wieder mitspielen. Spieltag 9 sieht uns zu Hause gegen Gladbach, das wird ein Spiel, also wir müssen unbedingt versuchen, diesen Luke de Jong da vorne irgendwie auszuschalten. Das wird ein Kraftakt werden. Das ist natürlich dann nach dem Tottenham-Spiel. Also das ist jetzt wirklich, ja, wie man das so schön sagt, die Doppelbelastung hat uns jetzt voll im Griff. Gehen mal weiter hier. Reserve spielt gegen Augsburg im Topspiel der Regionalliga 0-0. Das ist eigentlich in Ordnung. Julian Wiesmeier möchte hier nochmal nachlegen. Jetzt werd hier mal nicht geldgierig, mein Freund. Würde ich dir doch... ja, doch ein bisschen negativ anlasten. Erstes Länderspiel gebe ich ihm mal. Bekommt er 95.000, wenn er das schafft. Ist ein Ansporn für ihn. Gut, das hauen wir jetzt so raus. Ich hoffe mal, dass der das jetzt endlich mal annimmt. Mannschaft der Woche werden wir wahrscheinlich gleich dann Kiyotake loben dürfen. Eine große Fernsehshow, bei der der gastgebende Moderator gegen Kandidaten in sportlichen Wettkämpfen antritt. Schlag den Rab. Wahrscheinlich möchte die nächste Folge in ihrem Stadion veranstalten. Sind Sie einverstanden? Von mir aus. 40.000 bekommen wir dafür. Schöne Geschichte. Ja. Wahrscheinlich ein Spiel ohne viele Highlights. Mal gucken hier. Statistiken. Ja, eigentlich zu wenig, wenn man das hier sieht. Eigentlich zu wenig. Wenn du 5 Chancen hast und der Gegner keine, dann ist es einfach enttäuschend dann doch irgendwo, wenn du da nur 0-0 spielst. Aber sei es drum.
Markus Mendler auf einer 67, Philipp Clement jetzt schon auf einer 64. Also für ihn würde es, glaube ich, wirklich gut sein, wenn wir ihn da mal ausleihen könnten, dass der in einer höheren Liga spielt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für ihn jetzt mittlerweile ein bisschen zu einfach in der vierten Liga. A-Junioren haben jetzt das Jugend-Topspiel gegen Stuttgart. Scouting abgeschlossen von Leverkusen. Haben wir denn hier Martin Cornelius? Ne, der ist aber auch schon alt, relativ. Kevin Wimmer, 20 Jahre alt, Innenverteidiger. Okay, Mladenovic, hatten wir uns den schon mal angeschaut hier. Durchschnittlich wieder angezeigt, Stärke von 59. Ich weiß gar nicht, ob es der ist oder ob der Siegenthaler schon wieder jemanden Neuen da ausgegraben hatte. Hatte ich nicht irgendwo noch die Bayern-Jugend angezeigt? Nee. Meine ich, hätte ich mich erinnert, hätte ich letztes Mal vergessen in der letzten Folge. News Center 1 haben wir noch. Kiyotake steht jetzt hier auf einer 79. Super letztes Spiel. Gewinnt 5 Moralpunkte. Schauen wir mal, ob das die Mannschaft so ein bisschen niedergeschlagen hat, dieses Unentschieden. Nein, ganz und gar nicht. Vielleicht hinten Chandler und Westergaard so ein bisschen vormäßig abgesunken. Aber sonst im großen Rest sieht es sehr, sehr gut aus. Markus Vollner erholt sich jetzt auch hier wieder. Hat eine Form von 9 mittlerweile. Ich würde ihn gerne für Kohlen einsetzen, jetzt gegen Tottenham. Ich sag ihm mal, dass wir ihn in Topform brauchen. Ich hoffe, das funktioniert. Was ist denn? Spielergespräche. Nächstes Spiel brauche ich dich in Topform. Verspricht sich voll reinzuhängen. Super, dann hat er eine Form von 10. Alles klar, dann passt es. Wir gehen weiter. Starten den Wochenablauf hier. Ja, da geht auch so ein kleiner Traum in Erfüllung. Ich will da gerne mal in England spielen mit dem Manager. Da ich das natürlich mit Nürnberg nicht machen kann selber, mit einer englischen Mannschaft trainieren, ist es aber dann trotzdem eine klasse Sache, wenn du dann einfach mal mit deiner Mannschaft nach England kommst, in diese Atmosphäre. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Freue ich mich sehr drüber. Was ist das denn hier? Batuhan Dusun, der klingt irgendwie so ein bisschen nach Nepal oder so. Ne, ist ein Türke. 15 Jahre Stärke von Möglichkeit, eine mögliche Stärke von 50 Fähigkeiten, 3 Talentsterne nehmen wir natürlich mit. Alles, was hier 3 Talentsterne hat. Giovanni Elva hat den ausgegraben. Ich denke mal, der dachte immer, der wäre hier nur auf Brasilianer. Schicken wir den Kelly mal auf Lehrgang. 10.000. Das wollte ich nämlich auch noch mit dem, wo ich gerade mal dabei bin. Nein, da wollte ich hin. Mit dem Lettieri machen, dem Jugendtrainer. So. Der hat nämlich 4,5 Talentsterne, also der hat es normal so drauf, einfach da noch ein paar Prozentpunkte rauszukitzeln. Westergaard, was kann ich ihm denn sagen? Nächstes Spiel brauche ich dich in Topform. Ja, das hat auch bei ihm nochmal funktioniert. Markus Vollner habe ich ja schon gesprochen, Per Nilsson, Rakowski gut trainiert, den müssen wir auch wirklich auch bei Laune halten dann. So, Manu Balic legt Wert auf Gespräche, kann er haben. Marvin Plattenhardt, gib ihm Training alles. Was haben wir denn hier noch so? Vielleicht wäre es für Plattenhardt auch mal nicht schlecht. Ich meine, er hat sich ja eigentlich schon gut eingelebt und hat auch wirklich gute Einsätze und spielt ja auch immer nicht schlecht. Aber ich überlege halt ob ich ihm vielleicht doch mal die Möglichkeit geben soll, dass er woanders in einem anderen Verein mal permanent Spielpraxis bekommt. So, mehr will ich jetzt gar mal nicht aufbrauchen hier. Wir haben ja noch jetzt 2 Spiele hier in der Woche. Beides ganz, ganz schwere Spiele. So gut wie Herr Wiesmeier. Jetzt gehen wir halt doch mal hier auf die... Ne, das will ich eigentlich gar nicht machen. Will ich eigentlich gar nicht machen, weil... So, 1,6 Angebot, letzte Wort. Kriegt er hier noch ein bisschen Handgeld, wenn ich das Ding mal treffen würde. 500.000 Handgeld, also das muss jetzt aber mal gut sein. Ich habe ja keinen Goldesel stehen, ich hätte ja gerne einen hier stehen, aber mir hat noch keiner einen geschenkt. Ja, das wird ganz, ganz groß, glaube ich. Gegen Tottenham Hotspur an der White Hart Lane. So, Scouting abgeschlossen. So, kommen wir mal, schauen wir mal, was uns der Mintal hier erzählen will. Ah ne, wo konnte ich das denn nochmal nachgucken? Erste Mannschaft, genau, und dann hier Scouting. Was sagt er uns denn? Außenverteidiger sind ziemlich schnell bei denen. Es wird schwierig, bis zur Grundlinie durchzugehen. Ja, das ist schon mal so ein kleiner Tipp für uns, dass wir vielleicht dann die Flanken frühzeitig machen und nicht erst bis zur Grundlinie laufen. Bale,
Ja, ganz klar, bester Spieler von denen, mit Abstand. Ist bekannt für seine harten Freistöße. Adebayor, den kennt man natürlich auch. Der ist, glaube ich, schon überall gewesen. Ist extrem kopfballstark. Da müssen auf jeden Fall Vestergaard hinten und Tim Klose sehr aufpassen. Vertonghen, das ist deren ja Abwehrspieler. Der kann sehr präzise schießen und hart. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich nicht so oft passieren, wenn der da hinten Innenverteidiger ist. Lennon ist bekannt für seine Dribblings. Sehr schneller Spieler. Kyle Walker, also den kenne ich jetzt selber nicht so wirklich persönlich, dass der mir aufgefallen wäre. Gilt hier als harter und zweikampfstarker Verteidiger. Wir gucken uns das jetzt sowieso mal an hier. Vergleich. Da haben Adebayor, jo, die spielen mit zwei hängenden Spitzen noch da. Oh Mann, 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 Mann. Lucio haben die in der Verteidigung. Alter Schwede. Was für eine Mannschaft hier. Lloris hinten, der Franzose. Französischer Nationaltorwart mit der 83. Was haben wir hier für einen Brocken? Da hinten haben wir Kyle Walker, das ist der Rechtsverteidiger. Ah ja, alles klar, noch gar nicht so alt. Das wird brockenschwer. Oh, jetzt bin ich doch schon so ein bisschen überrascht. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die so überragend wirklich überall besetzt sind. Junge, Junge, Junge. Also das sieht man natürlich jetzt mittlerweile bei uns mit der Frische hier. Das nimmt doch schon so ein bisschen ab. Aber wir haben halt die Spieler, die ja die Ersatzspieler, die da eingesetzt werden können. Haben wir denn hier Timo Gebhardt? Was ist mit S-Wein? Der S-Wein ist besser drauf, dann kommt er mit. So Leute, würde ich sagen, das war's dann mit der Folge hier. Haben wir wieder Spieltag und Nachbericht in einem gehabt. Das wird jetzt natürlich bei Tottenham genauso passieren und bei Gladbach dann wahrscheinlich auch. Danach, nee, da kommt doch, danach kommt Pokal. Also jetzt in dem Moment hier wirklich englische Wochen permanent durch und durch gegeben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. 3D-Spiel an der White Hart Lane in London bei Tottenham. Mannschaft lasse ich so laufen. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt hier in der Taktik wenig dazustellen soll. Also wir wollen ja hier uns nicht nur auf die einlassen. Vielleicht kann ich so machen, dass vielleicht hier der Adebayor eine Sonderbewachung bekommt. Aber sonst, wen willst du dazustellen? Vielleicht Chandler sich noch hier um Bale kümmert, aber also das sind so viele Individualisten bei und die sind als Mannschaft zu so stark und ich glaube nicht, dass man die da wirklich durch einzelne Spieler, die man dann deckt, ausschalten kann. Also das wird ein Knochenspiel. Gut. Sehen wir uns gleich auf dem Platz. Champions League, dritter Spieltag. Es wird langsam entscheidend, wo geht die Reise hin? Gegen Tottenham. Bis denn!